Das testen wir jetzt alles direkt aus und gehen mal zum Nachbarn rüber. Einer. Und dann kann man natürlich auch Blockbreaker noch anmachen und der zerstört dann das Bett automatisch für euch. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem geistreichen Geisterkanal. Ich bin heute mal wieder unterwegs im Minecraft-Spiel und ich habe mein Client mal so ein bisschen einfacher designt, damit ihr seht, wie ihr das auch aussehen kann. Ihr könnt einfach mal das Ganze hier ein bisschen einfacher machen, ein bisschen Sachen wegmachen. Ich habe jetzt hier das Tab-GUI ausgemacht und die Watermark auf Simple gestellt. Das habe ich auch überlegt, aber das hier finde ich eigentlich echt auch ganz cool. Und um noch mehr Abwechslung reinzubekommen, mache ich jetzt nochmal die Modulliste hier etwas anders. Ihr seht, das kann man auch alles verstellen. Aber dass man hier viel einstellen kann, das wisst ihr ja schon. Und wo bin ich heute? Ich bin heute mal wieder auf dem Blocks-MC-Server. Die haben jetzt das Verus-Anti-Cheat. Interessant, dass sie dieses Anti-Cheat haben, denn dieses Anti-Cheat ist so das neue NCP von damals. Man kann hier fliegen, man kann extrem gut cheaten, ohne irgendwie detected zu werden. Und deswegen spielen wir heute mal ein paar Ründchen hier. Und ich würde sagen, zuallererst spielen wir mal eine Runde Skywars, weil ich gehört habe, dass es hier weniger Moderatoren gibt, die einen dauernd wegbannen. Deswegen würde ich sagen, let's go. So, ihr könnt ja die Config ganz einfach laden, indem ihr hier Blocks MC Verus auswählt. Dann müsst ihr aber nochmal was umstellen. Ihr geht auf Flight und wählt bei Method Damage aus. Denn das ist da anders eingestellt. Das ist gerade ein kleiner Fehler im Client, aber das ist ja nicht so schlimm. Und dann zeige ich euch einfach mal, was hier so läuft. Ich weiß, viele von euch kennen das Anti-Cheat, viele von euch wissen, wie gut man hier cheaten kann. Und ihr habt auch vielleicht gesehen, ich habe das ESP mal wieder auf das Zylinder-ESP umgestellt. Auch ein schönes ESP meiner Meinung nach. Und ich verstehe nicht ganz, warum der Inventory-Manager dauernd mein Schwert wegwirft. Das ist mir ein Rätsel. Und ja, dann gehe ich mal zum Nachbarn rüber. Hallo, na? Das ist einfach schlecht. Das ist wirklich wie damals. Oh, das war ein Cheater. So, nächste Runde und ich wurde direkt von einem Cheater auseinandergenommen, der offensichtlich schon drinne war, weil das war gerade meine erste Runde, ne? Und dieser Cheater hatte scheinbar besseres Equipment und so. Ich hatte ja auch Killaura an und so, aber da gab es einfach keine Chance. Und ich verstehe immer noch nicht, warum mein Schwert weggeworfen wird. Entweder die haben hier was gemacht. Ich verstehe es nicht. Das war knapp. Da brauche ich erstmal einen Goldapfel ganz schnell. Und mein Schwert ist immer noch am weggeworfen werden. Ich habe schon geguckt hier, aber ich weiß nicht, was ich falsch angestellt habe. Naja, ich hole mir mal den hier. Dieser Fly ist einfach insane. Wirklich. Und ich brauche ganz dringend einen Goldapfel. Habe ich denn Wasser? Ja. Ich habe sogar Wasser, aber mein Schwert ist... Ah, da ist mein Schwert wieder. So, jetzt holen wir uns mal den nächsten. Oh, der brennt. Und ich habe auch schon gewonnen. Easy. Easy. So, das war auch schon wieder die zweite Runde und ihr seht, wie einfach es hier ist zu spielen. Das ist wirklich einfach gar kein Problem hier zu cheaten. Deswegen eine große Empfehlung von mir, euch diesen Server mal anzugucken. Das ist wirklich super. Und ich würde sagen, wir machen den Inventory Manager jetzt mal clear aus. Das heißt, der wirft jetzt nichts mehr raus, sondern sortiert nur noch. Und dann nehmen wir ihm einfach die Fähigkeit weg, hier mir alles zu klauen, was eigentlich mir gehört. Und dann gehe ich mal zu meinem Nachbarn rüber. Hallo, na? Der hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Dieser Fly ist wild. So, Hallöchen, na? Und ich hoffe, ich werde nicht allzu schnell gebannt heute, denn ich habe eigentlich vor, euch ein Video hier zu machen, was einfach ein bisschen länger ist. Und jetzt habe ich gerade irgendwas falsch gemacht. Na, keine Ahnung, was das gerade war. Irgendwie ging der Fly nicht mehr ganz. Ja, aber ich war in den Ferien sehr spät, noch in Frankreich, Südfrankreich. War sehr nett und aha, was war das denn? Was hatte der für Equipment? Mashallah. So, ich bin jetzt in der nächsten Runde und wurde gerade von einem Cheater zerhackt, der schon sehr gutes Equipment hatte im Gegensatz zu mir. Aber was kann man noch zu Updates zum Kleinen sagen? Leider nicht so viel. Ich habe euch ja im letzten Video viele Updates gezeigt, daher gibt es in diesem Video eher wenige, beziehungsweise gar keine. Liegt daran, so, ich muss ganz schnell die Killaura anmachen, weil es gibt hier echt viele Cheater. Liegt daran, dass einer der Devs auch gerade in den Ferien ist und nur der kann Updates hochladen, ja, deswegen
Gibt es leider jetzt kein Update groß für euch, aber ihr seht, das läuft auch alles noch. Ich muss auch mal wieder in einem weiteren Video austesten, wie das gerade auf Gommel so aussieht. Und Alter, der Fly geht ja mega weit. Ah, hier haben wir einen Cheater. Bevor ich den attackiere, einen Goldapfel reinknallen. Einmal, oh, der hat viel zu gutes Equipment. Scheiße. Man hat keine Chance gegen die mit dem Equipment. So, nächste Runde und ich glaube, der Trick ist einfach ganz schnell in die Mitte zu gehen und sich dort das gute Equipment zu holen, weil sonst hat man, glaube ich, keine Chance gegen die Cheater, die ja einfach mit so gutem Equipment direkt ankommen. Und ich weiß noch nicht, warum der Fly am Anfang immer so lahm ist. Aber genau, ich hole mir jetzt erstmal, ja, da seht ihr schon, ich habe direkt gutes Equipment bekommen. Das heißt, der Trick ist tatsächlich in die Mitte zu gehen. Und jetzt habe ich auch Feuer. Einer. Und jetzt brauche ich ganz schnell einen Goldapfel. Sonst bin ich gleich weg. Und zwar weit weg. Ja, dann gehe ich mal weiter, hole mir mehr Equipment noch. Und dann habe ich vielleicht auch mal eine Chance gegen die ganzen Cheater. Und ich wollte auch eigentlich noch Bed Wars spielen, denn da kann man natürlich auch mega gut cheaten. Ja. So, jetzt sollte ich eigentlich so das beste Equipment haben, was es hier gibt auf dem Planeten. So, ganz schnell einen Goldapfel rein. Und Bed Wars wollte ich nur jetzt erstmal nicht spielen, weil mir da gesagt wurde, dass da die Moderatoren halt mega aktiv sind, während sie hier gerade nicht so aktiv sind, wie ihr schon sehen könnt. Und ich würde sagen, dann hole ich mir mal den. Scheiße, Alter. So, ich spiele jetzt mal eine Runde Bed Wars, einfach um zu sehen, was hier so abgeht. Scheinbar eine Menge. Okay. Scheinbar kann man hier auch schnell Betten hintereinander abbauen. Aber ich weiß halt nicht, wie lange es jetzt dauert, bis ich gebannt werde. Ich wurde gekickt. Ja, also Bed Wars scheint der Fly auch zu funktionieren. Und wie auch schon gesagt, ihr könnt extrem schnell Betten hintereinander abbauen, meinte der eine Config-Macher zu mir. Und ich würde sagen, das testen wir jetzt alles direkt aus. Und gehen mal zum Nachbarn rüber. Einer. Und dann kann man natürlich auch Blockbreaker noch anmachen und der zerstört dann das Bett automatisch für euch. Also wie ihr gesehen habt, das geht echt gut. Ich glaube, ihr solltet nicht zu lange Distanzen fliegen und ihr solltet auch nicht euer eigenes Bett zerstören. Und dann geht's mal weiter zum nächsten Spieler, ne? Hallöchen, hast du schon Bock? Ah. Okay, das waren die Moderatoren. RIP. Aber ja, da bin ich auch schon weggebannt. Ich könnte jetzt natürlich weiterspielen, neuen Account holen, Router einmal neu starten, Martin Router King einmal neu starten. Aber da habe ich tatsächlich gerade keinen Bock drauf und ihr habt auch schon gesehen, was hier läuft. Ihr müsst einfach zu Stunden online gehen, an denen Blocks MC so Nachtzeiten hat. Das heißt, wo beim Server-Host gerade Nacht ist oder einfach früher morgen bei uns so, dann passt es meistens, weil dann werdet ihr nicht so schnell gebannt von Mods. Aber wie ihr gesehen habt, geht das alles. Ihr habt in Skywars auch gesehen, dass man jetzt nicht irgendwie dauernd gekickt oder gebannt wird. Es liegt nur an den Mods und ich würde sagen, geht auf diesen Server, cheatet hier. Es macht mega Spaß. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ciao.